Grüße an alle Radsportfans und herzlich willkommen zurück zu einer Pro Cycling Karriere mit Bernard Hinault. Und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir konnten auch das nächste Etappenrennen gewinnen. Also alle Etappenrennen, die wir bis jetzt in dieser Saison gefahren sind, haben wir auch gewonnen. Und jetzt geht's wieder in ein World Tour Rennen rein, in die UAE Trophy. Da kriegt er jetzt in dieser Folge mal gleich die ersten drei Etappen präsentiert. In der nächsten Folge gibt's dann die anderen vier. Da ist jetzt wieder ein Mannschaftszeitfahren dabei, aber ich lasse es trotzdem mal dem Manager einteilen. Ich hoffe mal, er gibt uns ganz gute Fahrer mit. Und das Programm macht mir halt immer noch ein bisschen Sorgen. Wir werden das mal beobachten. Je nachdem, wie sich die Ermüdung hier entwickelt, nehme ich vielleicht Payvasco hier raus, um da mich nochmal für den Giro zu entspannen. Im Moment geht es halt mit der Ermüdung noch, aber wir sind da ja auch jetzt erst in dem etwas schwereren Training drin. Dann kommt noch ein Höhepunkt. Ah, wenn wir bis da nur so bis 20 sind, dann baut er das auch innerhalb von einer ab. Aber könnte natürlich sein, dass durch die vielen Rennen, die vorm Giro kommen, die Ermüdung dann wieder zu hoch ist. Weil ich hatte es ja schon mal erwähnt, das ist jetzt dann hier auch, ne, so für mich das erste Mal, dass ich die großen Touren hier fahre in dem Manager. Schon crazy, ne, wo schon der Manager 2024 draußen ist. Oh, wir sind ja gleich bei der UAE-Trophy angekommen. Was ist jetzt? Warum hat es nochmal gestoppt? Also ich habe nicht Space gedrückt. Wir machen einfach mal weiter. So, da sind wir drin. Oh, wir haben eine offene Wunde am Arm. Ja, dann hoffen wir mal, dass wir die schnell geheilt bekommen. 95% Fitness. Das ist natürlich echt schade. Ja, das ist ja hier eine richtig flache Etappe. Da werden wir hier bei den Favoriten nicht dabei stehen. Und dann sehen wir uns gleich zur Startetappe der UAE Trophy. Ladies and gentlemen, welcome. It's going to be a monotonous day when it comes to the terrain. But at least the teams with sprinters won't be complaining. And of course, those opportunists with a bit of daring won't make their life easy. Ja, und damit herzlich willkommen zur ersten Etappe der UAE Trophy. Ein flaches Rennen. Ja, wir haben leider eine offene Wunde am Arm. So, Demar ist dabei als Sprinter, den dürfen wir auch nicht steuern. Da bietet sich aber Mancin an, den direkt mal zu beschützen. Ja, Buddha. Thompson kann ich auf jeden Fall in den Bergen besser gebrauchen wie Buddha. Ja, Pasche ist auch recht gut. Tja, nehmen wir die Qual der Wahl hier. Ja, ich glaube, für die Etappe gönne ich mir mal den, weil der in der Ebene besser ist. Ja, ein Boudin. Ah, komm, du bewachst mir mal den Thompson. Das ist der beste Bergfahrer, den wir dabei haben. Ja, und dann sind wir eigentlich bereit, hier auch schon zu starten. Irgendwer von denen vorne? Nicht wirklich. Dann legen wir los. Ja, nicht, dass er wieder so weit zurückfällt hier. Attack by Dan Hull. Ja, kein Durchkommen hier. Können zwar auch Wuseln nehmen, aber ich glaube, das brauchen wir nicht. There's a rider trying to break away from the bunch. Ja, an dem hängt er wie ein Magnet fest. Und hier, egal wie ich lenke hier, der blaue lenkt immer mit. Ja, komm. Ich denke mal, hier kannst du erstmal sitzen bleiben. Können wir später nochmal ein bisschen besser platzieren. Ja, Thompson ist auch schon hier relativ weit vorne, den stoppe ich auch mal schon mal. Okay, der ist noch relativ weit hinten. Zwei Leute sind im Moment weg. Dann gehen wir jetzt mal in die Action. Da ist noch einer unterwegs, aber der wird schon vom Feld gejagt. Some teams can't be happy with the breakaway. The escapees have surrendered. The pack gave them no chance. Das sah echt lustig aus. Er war nur noch so ein paar Meter zu den anderen beiden und broch, die sind trotzdem voll in die Ramme gegangen. Oh, nächsten beiden unterwegs. Äh.
Nee, ich glaube, da der ist noch nicht so weit vorne. Ja, sie fahren jetzt, glaube ich, nicht richtig Volldampf, aber weglassen wollen sie es auch nicht. So, mal kurz gucken hier. Der ist noch ganz weit hinten. Also die verfolgen die auf jeden Fall. Na, jetzt auch der Puls hier bei manchen im gelben Bereich gewesen. Ich denke mal, da können wir mal zappen. Komm auch nicht so richtig ran. Jetzt haben sie doch angefangen. Und sogar den ganz vorne haben sie sich auch noch geholt. Und die fahren hier weiter. Okay, naja, dann ist dem so. Der ist immer noch hier hinten. Tja, da das Tempo hoch ist, würde ich mal sagen, ich cut euch das raus und zum Zielsprint seid ihr dann wieder live dabei. So Leute, ich nehme euch doch mal kurz wieder mit. Ihr wisst es ja selber, da sind nur zwei weg. Da sehe ich doch meine Chance, hier eine Zeitmodifikation zu bekommen. So, du fährst gleich ein bisschen schneller, damit du nicht weg bist. Attack from a rider. Komm natürlich ganz schwer weg. Strom in dir ran. 15 Sekunden. 20. Steigt noch. 87. Oh, halbe Minute haben wir. Dann können wir, denke ich mal, auf 85 schon runter machen. 4 Kilometer noch. Komm. Können wir weiter runter drehen, 75. Da können wir hier auch zappen. Noch weiter runter. Und die Bären da gar nicht jagen. Sieht irgendwie nicht so aus. Naja, dann gehen wir jetzt mal voll in die Ramme. Schön, die haben wir eingesammelt. Ich lasse mich jetzt wieder einfangen. Ich cut euch das wieder raus, bis wir beim Zielsprint sind. So Leute, wir sind gerade unter der 20 Kilometer Marke durch. Da nehme ich euch wieder mit. Wir haben unseren Sprinter verloren. Ich konnte ihn ja nicht steuern, der ist hinten halt rumgefahren und wurde abgehängt. Somewhat. It's perhaps due to fatigue, but I'd bet on some sort of tactical choice. Lustigerweise habe ich den Manchin ja eingeteilt, um ihn zu beschützen. Der ist auch mit ihm zusammen zurückgefallen. Den habe ich dann hier auf sich selbst steuern gemacht und der ist wieder ins Feld gefahren. Der Demar nicht. Keine Ahnung, was da mit dem los ist. There are just 15 kilometers left. Vielleicht hat der ja auch die offene Wunde am Arm und nicht Bernard. Ich hänge mich einfach mal an Jacuzzi ran. Ah, die anderen, bin ich ganz ehrlich, ey, ihr könnt für euch alleine fahren. Ja, Menzin beschützt jetzt erstmal uns. Ja, nee, mal, ey. Das kommt immer davon, wenn man immer irgendwo hinten rumfährt, anstatt vorne. Na, Dilly. Ah, ich denke mal, ein klein wenig können wir noch zappen, bis zur 5 Kilometer Marke. Wir können ja hier im Sprint eh nichts reißen. Benzin. Du kannst auch ein bisschen sprinten. Ja, häng dich an Philipsen ran. Geh noch mal rein. Ja, ich wollte gerade sagen, wir waren eigentlich hinter Jacuzzi, nicht hinter Philipsen. Benzin, muss ich ihn noch steuern? Nee. Hä? Okay, jetzt sprintet da doch noch mal los. Caleb Ewan hier gewonnen. The tailenders are still coming in. Ja, da müssen wir wahrscheinlich nur noch auf Demar warten. Da hinten kommt er. Jo, das war auch der letzte. Einen kurzen Moment habe ich gedacht, wir sind hier ganz vorne, aber nee, sind wir doch nicht.
Ja, dann nochmal der Sprint von vorne. Aber was? Das war doch ganz vorne. Man konnte ja Caleb Ewan hier auf der Seite der Kameraeinstellung sehen. Da noch mehr aus dem Hubschrauber. Da zieht Caleb am Rand durch. Auch geil, ne? Du hast hier überall Fahrer und die Kamera ist irgendwie mitten auf der Straße, wo nichts los ist. So, ab zu den Ergebnissen. So, allgemein, durch unsere Zeitbonifikation sind wir zumindest mal auf Platz 7. Schon mal nicht schlecht. Das könnte sich jetzt ändern. So, denn jetzt kommt das Mannschaftszeitfahren. Und naja, wenn ihr mich schon länger verfolgt, damit habe ich so meine Schwierigkeiten. Das kriege ich vielleicht mal so einigermaßen hin, aber meistens bin ich da nicht so gut. Wie Kilometer haben wir denn? 18,7. Magazin, da sind wir. Wo ist Team Lust? Da sind wir. So im Mittelfeld gewertet. Hoffen wir mal, dass wir nicht zu viel Zeit verlieren hier. Ja, und damit herzlich willkommen zum Mannschaftszeitfahren, der UAE Trophy. Da denke ich mal, brauchen wir wieder keinen Cut machen. Das geht ja meistens relativ zügig, bis man dran ist. Mal schauen, wann wir dran sind. 19. Doch als letztes dran, oder? Oder als vorletztes. Aber naja, wie gesagt, da brauchen wir jetzt nicht unbedingt einen Cut machen. Jetzt sind es schon nur noch 10. Das geht beim Mannschaftszeitfahren richtig zügig. Hoffen wir mal, dass das Team einigermaßen gut drauf ist. 3, 2. Und da sind wir. So, alle markieren. Wir machen wieder einen relativ kurzen Wechsel. Lass das mal so nehmen. Das müsste 86 sein. 87, 88, 89, 90. So fahre ich mal los. Mal gucken, ob das wieder zu viel ist. Ja, er hat sich noch bekreuzigt. Oh, da fährt unser Team los. Gucken wir mal, wie die Balken sich entwickeln. Es ist auch sogar genau 90. Ich glaube, das geht, oder? Ich glaube, wir können sogar mehr machen. Also, die Mauer und Man ziehen die sind zwar ganz schön am Kotzen. Aber die anderen fünf sehen echt gut aus. Selbst bei 92. Zwischenzeit gibt's nicht. Okay, jetzt geht's bei Pache auch ganz schön nach unten. Wir haben nur über 10 Kilometer. Komm, wir machen wieder auf 89. Dann brauchen nämlich schon nur noch 6. Den Manzin haben wir leider verloren. Na, nochmal ein bisschen runter. 88. 7,5 Kilometer noch. Abu, da ist gleich der Balken weg. Da, Bernard gerade wieder aus der Führung raus. Oh, wir sind nur noch 5. Auf die 5 müssen wir auch aufpassen. Lieber einen Tick runter. Ja, weiter runter. Nicht, dass wir hier noch einen verlieren. Oh, da ist es, glaube ich, schon fast so weit. Kann er sich nochmal fangen? Und da haben wir es geschafft. Naja, immerhin auf Platz 10 reingekommen. 48 Sekunden zurück. Na, das ist natürlich krass. Vor allem, eben, ne, weil das World Tour Teams sind. Da wird wahrscheinlich fast jedes Team irgendeinen Favoriten für die Gesamtwertung dabei haben. Und da ist auch schon vorbei. Aus den Top 10 sind wir dann letztendlich auch rausgeflogen.
Jumbo ist aber vorne geblieben, das heißt, bei dem Abstand von 48 Sekunden ist es auch geblieben. Tja, den Rest gucken wir uns bei den Ergebnissen an. So, allgemein, sind wir natürlich jetzt nicht mehr zu sehen, aber wo sind wir denn gelandet? Da unten, ja, 48 Sekunden zurück. Der Manager natürlich nicht mehr zufrieden sein. Aber vielleicht können wir ihn ja gleich wieder glücklich machen, denn jetzt kommt eine Hochgebirgsetappe und ich könnte mir schon vorstellen, wer da der Topfavorit ist. Oder? Obwohl, wir haben eine Wunde am Arm. Vielleicht durch die Verletzung nicht. Sie ist weg. Unsere Wunde ist weg. Ist das nicht toll? Direkt hier zu unserer Etappe quasi. Das ist ja auch ein richtig schöner Anstieg hier am Ende. Topfavorit Bernardino. Woher ich das wohl wusste. Wir hätten auch als Topfavorit Pogacar nehmen können. Der ist noch deutlich besser wie wir. Ja, danach, die sind schon alle schwächer. Aber Pogacar wird natürlich ein hartes Brett, den zu schlagen. Und ob wir den schlagen, das sehen wir gleich. Greetings to all. Today is a day for the climbers. The team leaders should have their work cut out and they're going to have to count on the support of their teammates. Alone, it looks difficult unless an ideal opportunity offers itself. Und damit herzlich willkommen zur dritten Etappe der UAE Trophy mit diesem wunderschönen Berg hier am Ende. Wie heißt der? Jebel Jais. Wir sollen hier Dritter werden und in der Gesamtwertung Zehnter. Zum Glück eine Nuller Form eingefahren. Ich meine, Plus wäre natürlich noch besser, ne? Aber Null ist immer noch besser wie Minus. Und da kriegen wir hier sogar bei wichtigen Werten für diese Etappe noch ein bisschen was oben drauf. Panchet 73 am Berg. Der Thompson hat am Berg am allermeisten. Die beiden haben auf jeden Fall eine gute Form. Der Gene jetzt hat leider 67 nur am Berg. Der hat 70. Dann nehmen wir den für Bernard. Ja, warte mal. Nö. Warum eigentlich? Wir nehmen den für Bernard. Dann lassen wir den nämlich auch für sich alleine fahren. Wir haben ja noch unsere beiden Sprinter hier. Du mal für den Pacher. Ja, und den mal. Ich sag mal so, bevor du hier wieder zurückfällst, bewachst mal den Thompson. Dann bleibst du vielleicht auch mal vorne. So, Bernard sitzt schon hier. Ja, Pacher nicht. Buddha auch nicht. Der muss mal wieder auf Punkt gestellt werden. So. Und auf geht's. Da ist das gelbe Trikot an uns vorbei. Jetzt sind wir wieder am gelben Trikot vorbei. Aber ist egal, ich glaube, hier kann Bernard erstmal sitzen bleiben. Dann ab in die Action. Da ist auch schon der erste unterwegs. There's not much hope in it succeeding, but at least his family gets to see him on TV. So, haben wir nächste Cam. Der wird noch von 5 weiteren verfolgt. Und die beiden wollen, denke ich mal, auch noch weg. Ah, das Tempo im Feld ist schon ziemlich hoch. Noch kann sich das Motorrad halten, aber auch wahrscheinlich nur, weil es so eine schöne breite Straße ist. Oh, 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 da wird, glaube ich, unser Motorrad gerade eingefangen. Eieiei, nein, 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 löst dich nochmal. Jawohl, jetzt kriegen wir einen geilen Zoom hier. The Entente in the escape group is far from cordial. There are a couple of riders who want to go it alone. Tempo the breakaway is not to everybody's liking. The peloton has significantly increased its speed. Mal kurz zurück. Okay, die hängen immer noch alle hinten. Da können wir auch wieder in die Action gehen. Naja, hier ist richtig Zug drin. Die vier werden wieder eingefangen. The pack has just reeled in the escape group. Da ist es auch gerade soweit. Da fährt gerade das andere Kameramotorrad weg. Several riders are attempting to break away. Er macht aber auch hier Manöver, ne? Zieht hier vorm Auto nochmal durch. So, jetzt sind 9 weg. So wie es aussieht vom Pulsaten, dürfen die auch auf gar keinen Fall weg. Dann gehen wir mal eine Action-Cam weiter nach hinten. Ja,
zwar immer noch diese riesen breiten Straßen. So, jetzt gehen noch mal welche. Have set themselves up as pacemakers for the pack. They obviously don't have anybody in the breakaway group. Und alle wieder hinterher. Oh, hier versuchen sich die nächsten. Die kommen aber auch nicht weg. Van Dijk macht hier keine Gefangenen. Jetzt ist einer alleine. Das ist für Van Dijk noch in Ordnung. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 wollen jetzt aber nochmal los. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Van Dijk das mitmacht. Nee, macht er auch nicht. Hier am Rand wollte wohl auch noch einer weg. Das ist schon mal eine ziemliche Hardcore-Anfangsphase hier. Ihr wisst schon, dass da hinten am Ende ein ziemlich dicker Berg kommt, ne? Aber der hat nur gelb und orange. They're moving along at a fair lick. You've just got to hang on. Das könnte jetzt unter Umständen sein, dass es das jetzt gewesen ist. Ja, jetzt kann er sich wieder ein bisschen entspannen. Drei Leute sind weg. Ist möglich, dass das jetzt gewesen ist. Nee, Quatsch. So. There's now more than a minute between them. Ja, würde ich mal sagen, ne? Ich werde jetzt gleich mal ein Team sammeln. Für euch cutte ich das schon mal raus und kurz hier, bevor es in den geilen Berg am Ende reingeht. Da seid ihr dann wieder dabei. So, Leute, noch 22 Kilometer. Definitely accelerated, meaning that an attack is highly unlikely. Da seid ihr jetzt wieder dabei. Und es geht gleich in den Anstieg rein. Erstmal gucken, was die anderen Teams so machen. Tempo haben sie auf jeden Fall kurz bevor es losging, jetzt haben sie angezogen. Ah, da gehen Angriffe ab, oder? Ah, nee, der hat nur Wasser nach vorne gebracht. Ja, Demar blinkt rot, der soll mal ruhig zurückfallen. Kommen noch ein paar Flachetappen für ihn. Ich bin ganz ehrlich, dann fall du mal mit dem zurück, kannst ihn noch ein bisschen beschützen, dass er ein bisschen Energy saved. Da vorne führt Georgshagen hart. Da brauchen wir keinen von meinem Team reinsetzen. Ich habe keinen, der so stark ist. Jetzt mal abgesehen von Bernard natürlich. Obwohl mir bei der Kilometeranzahl, die wir noch zu fahren haben, der Gelbe überhaupt nicht gefällt. Uh-oh, the pack is quick in the pace. Direkt vor uns Pogacar. There are just 15 kilometers left. Just ist gut, ey, Digga. Ich bin jetzt schon, mehr wie ein Drittel gelb ist schon weg. Kommt mir auch irgendwie so vor, als wenn es ein bisschen zu viel Power für Bernard wäre, wie die jetzt hier schon am Anfang hochkraxeln. There's some that just can't keep up. There are gaps beginning to appear at the rear. Alter, schrotten die hier hoch, ey. Das ist ja übel, ey. Ey, jetzt schon davon aus, dass ich das nicht aushalte. They're moving along at a fair lick. Jetzt ist Georgshagen hart fertig. Jetzt überlebt Omar Frey. Das Tempo ist dadurch aber auch nicht großartig langsamer geworden. Only 10 kilometers left. Letzten 10. So, da ist denn. Konnte irgendwie das Rad von Demar nicht halten. So, jetzt hat er ihn wieder. Attack by Arensman. Arensman greift an. Dann bewacht du doch nochmal wieder Demar. Das ist zu weit alles. Naja, das kann ja mal ja Tour de France was werden, oder? Jetzt erstmal dann beim Giro, der kommt ja als erstes. Ah, Gene, jetzt kann auch nicht mehr lange.
Noch über 7,5 Kilometer. Ja, ne. Danke, Yates, ey. Und hier, er setzt sich wieder vor mich. So, danke, Jeanette. Du hast es hinter dir. Lalalala. Kann denn noch irgendwer ein bisschen? Ne, eigentlich kann gar keiner mehr. Ein paar Share. Vielleicht noch ein paar Meter. Aha. Er krapselt nach vorne. Da will ich aber eigentlich nicht mehr 75 fahren, weil ich das wahrscheinlich mit 75 nicht schaffe. Es dürfte Pogacar sein, ja. Pogacar ist weg. 5 Kilometer remaining. Ich denke mal, du hast es hinter dir. Dankeschön. Nochmal ein Schöpfchen für dich. Pogacar, ey, alte Scheiße, ey. Der hat bestimmt eine gute Form im Gegensatz zu uns. Ja, krapselt einer von National Bing wieder nach vorne. Tja, Pogacar zieht das anscheinend durch. So, den mal rein. Huseln. Stromlinie noch rein. Ne, 2 Kilometer. Ich kann nicht auf 75 bleiben. Und da ist der Gelbe weg. Ja, vielleicht schaffen wir es irgendwie, den Abstand zu Pogacar ein bisschen geringer zu machen. Ja, der bricht gerade vollkommen zusammen. Gucken wir mal, ob wir es mit dem Aufbäumen hier noch rausholen können. Da kommt Pogacar nochmal. Wie kann der denn? Wie kann der sich? Nee! Wir haben gewonnen! Der war doch aber eindeutig vor uns, oder nicht? Habt ihr das gesehen? Ey, Game, da will ich jetzt aber die Seitenkamera, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass Pogacar eigentlich vor uns war. Aber ey, woohoo, hab ich noch vergessen. Wir konnten diese Etappe doch gewinnen, Alter, das ist ja nice. Ey, bin ich wirklich aufs Replay gespannt. So, 20 drin, können wir setten. Wie gesagt, für mich sah das genauso aus, als wenn der vor uns gewesen wäre. Ja, gut, also in der Kameraperspektive war ich, glaube ich, vorne. Ich hoffe auch, dass wir die gute kriegen. Da war ich schon sicher, Alter. Und dann, bomm, kommt der nochmal so angeschossen. Ja, schade. Nochmal die Kamera. Also mal gucken hier. Es können nur Millimeter gewesen sein. Aber weil wir das gewonnen haben, gehen wir natürlich in die Siegerehrung rein. So, Pogacar ist auf jeden Fall in derselben Zeit. Wo ist denn der erste von Jumbo? Okay. Die haben wir geschlagen. Aber ich denke mal, das Team von Pogacar wird im Mannschaftszeitfahren auch besser gewesen sein wie wir. Ja, so ist es auch. Gegenüber dem haben wir 37 Sekunden Rückstand und dann kommt Sifjakov. Da ist erst Jumbo, also Voss hat hier richtig verloren auf der Etappe. Dem haben wir über 2 Minuten abgenommen. Nicht schlecht. So, Bergwertung, Bernaino ganz oben, sehr schön. Tja, und wer ist der Beste in der Sprintwertung? Pogacar, vor Bernard, nicht schlecht. Wir brauchen nur 2 Punkte zurück. Ja, und da Pogacar auf jeden Fall kein Jungprofi ist, müssten wir eigentlich oben sein, ne? Ja, so ist es. Über 1 Minute schon vor Ayuso aus Pogacars Team.
Ja, dann könnte es jetzt natürlich sein, dass die Emirate hier auch die Führung übernommen haben, ne? Nee, National Bank ist vorne. Ja, komm. Oh, und App zu den Ergebnissen. Echt toll, dass wir den Sieg einfahren konnten. Nicht schlecht, ey, wo der schon so weit weg war, der Pogacar. Es ist so, manchmal einfach die Ruhe behalten, ne, und sein Tempo weiterfahren. Also, ganz toller Erfolg hier. Haben wir ja gerade alles gesehen. Da knallt der Manager auch ein paar Pünktchen für raus. Ja, das findet er außergewöhnlich und die Etappe findet er sehr gut. Unsere Trikots mag er natürlich auch. Und ich hoffe, ihr habt diese Folge gemocht und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, bis dann und Cherry.